Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Meltan Quest ist da. Gestern kam Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu raus. Ich hab schon angezockt. Ja, Highlights kommen demnächst. Falls ihr es live sehen wollt, schaut auf Twitch vorbei. Aber die Quest, gestern 22 Uhr, bam, war sie da. Wir sind gestern Abend nochmal direkt rausgegangen, haben versucht die Quest zu machen, aber ja, man musste ein paar Raids machen, da war dann Schluss. Aber hier seht ihr, wie ihr Meltan bekommen könnt, ohne Nintendo Switch, ohne Let's Go Evoli oder Let's Go Pikachu. Wie wir das mit der Switch machen, das machen wir demnächst. Ich bin noch nicht so weit im Spiel. Aber jetzt mit der Quest. Wie kriegen wir Meltan? 9 Aufgaben, wobei die 9 ist einfach nur alles einsammeln. Also an sich 8 Aufgaben. Was schon mal mehr ist als Mew und Celebi. Mew und Celebi hatten ja 8, wobei die 8 alles einsammeln war. Also insgesamt nur 7, wo man was machen musste. Das hier ist jetzt eine mehr. Aufgabe Nummer 1. Das haben wir gestern Abend schon gemacht. Drehe 5 Stops, hatte ich mich kurz verlesen und dachte, drehe 5 Stops an 5 verschiedenen Tagen. Aber es waren nur drehe 5 Stops. Fange 10 Pokémon und verschicke 5 Pokémon. Alles easy, kein Problem. Es gibt einen Inkubator, das ist schon mal nicht schlecht. Und 1000 Staub. Merkt euch, wie viel Staub wir hier bekommen, weil gesamt kriegen wir echt eine Menge Staub. Dann, Quest Nummer 2. Erlaufe 2 Bonbons mit deinem Buddy. Ist ganz leicht. Ich habe jetzt meinen Buddy gewechselt dafür auf Topsy. Shoutout an Chilling. Und dann 10 großartige Würfe, sollte auch kein Problem sein, nicht mal Curve oder sowas. Und brüte 3 Eier. Ja, das könnte für einige Free-to-Play-Spieler ein bisschen dauern, aber wenn ihr Glück habt und da ein paar 2 Kilometer Eier am Start habt, dann sollte das kein Problem sein. Quest Nummer 3. Und da hängen wir gerade, also hingen wir gestern Abend. Ist heute natürlich kein Problem mehr. Fang in Ditto. Es gibt eine neue Quest, mehr dazu dann in einem anderen Video. Das kommt dann später, da erzählt sich alles über das Event. Neue Raids, neue Quests, neue Shinies, Magnetilo. Aber es gibt eine Quest, wirf einen fabelhaften Wurf. Oder fabelhafter Curve, ich glaube nur fabelhaft. Und dann kommt ein Topsy raus, aber das Topsy ist ein Ditto. So kann man die Aufgabe ganz leicht erfüllen. Gewinne 2 Arena-Kämpfe, ist ja nichts. Und dann 2 Raids. Da steht Battle in 2 Raids. Ich weiß nicht, ob der Trick noch funktioniert, wo man dann verliert und dann einfach nochmal mit dem Sempass das macht. Aber 2 Raids. Belohnung? 10 Superbälle, 3 Rauch, 3 Beleber, Top-Beleber. Davor gab es 2 Glückseier, nicht schlecht. Und 2000 Staub und ein TM. Aber wir haben jetzt dann 3000 Staub schon mal. Und das häuft sich, wirklich. Quest Nummer 4. Fange 5 Stahl-Pokémon. Abgesehen von Magnetilo, der halt jetzt erhöht spawnt, dadurch, dass er scheinbar da ist. Ja, wäre das eigentlich ziemlich schwer, weil es gibt gar nicht so viele. Dementsprechend, falls jemand die Quest anfängt, aber nicht während dieses Events fertig macht, der könnte Probleme damit haben. Vor allem später kommt noch eine Aufgabe. Das wird richtig, richtig schwer, wenn man es nicht in diesem Zeitraum macht. Auf jeden Fall, nächste Aufgabe, fange 5 Elektro-Pokémon und erlaufe 5 Kilometer mit deinem Buddy. Also erlaufe 5 Bonbons, aka 5 Kilometer, wenn du mit einem läufst, der nur 1 Kilometer braucht. Belohnung 4000 Staub. Jetzt sind wir schon bei 7000 Staub, 5 Ananas und 5 Sonderbonbons. Ich muss sagen, die Belohnungen sind sehr großzügig. Quest Nummer 5. Entwickle einen Slimer und fange 5 Slimer oder Schluppuck, heißt der glaube ich, und 20 großartige Würfe. Es steigert sich, aber alles noch im grünen Bereich. 5000 Staub. Das heißt, wir haben schon mal 12000 Staub gesammelt. Und 5 Module. Das ist sehr großzügig. Also, Niantic, was ist da los? Es ist noch nicht Weihnachten. Seit wann seid ihr so großzügig? Quest Nummer 6. Entwickle ein Magnetilo. Easy. Fange 5 Oval. Die sind auch ein bisschen erhöht, habe ich auch gesehen. Und jetzt kämpfe in 10 Raids. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Trick noch funktioniert. Indem man reingeht, verliert und dann den Sempass nochmal verwenden kann und dadurch die Aufgabe einfach an einem Raid lösen kann. Könnt ihr ausprobieren, könnt ihr mir schreiben, ob das noch funktioniert. Wenn nicht, dann sind das 10 Raid-Pässe. Und wie gesagt, für Free-to-Play-Spieler wäre das rein theoretisch 10 Tage oder ein bisschen weniger, wenn man da ein paar Münzen reinsteckt von den Arenen. Quest Nummer 7. Entwickle einen Traumato, fange einen Tragosso und entwickle einen Sichlor. Sichlor kriegst du aus einer der neuen Quests, aber wie gesagt, mehr dazu später in dem Video. Die Belohnung davor habe ich vergessen. Eine silberne Ananas. Ja, da werden die wieder ein bisschen geizig. Da überschätzen sie die Ananas. Ganz ehrlich, da hätten sie auch 10 Ananas raushauen können. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von der. Ein Stahlmantel. Das für die Aufgabe danach und 10 Ultrabälle. Und zwar jetzt, entwickle einen Sichlor. Und wie gesagt, Sichlor kriegst du aus der Quest. Belohnung 10 Hyperbälle, ein TM und
Drei Raid-Pässe. Da sind sie wieder großzügig. Das ist schon heftig wieder, drei Pässe. Wobei, die Belohnung hätten sie einfach eigentlich früher bringen sollen, anstatt den Modulen. Also das mit den Modulen tauschen. Quest Nummer 5, drei Pässe bekommen. Und dann Quest Nummer 7, die Module. Die brauchst du ja eh nicht. Und die Pässe brauchst du ja für Aufgabe 6. Aber Niantic halt. Die wollen wahrscheinlich, dass ihr die Pässe kauft. Und dann habt ihr dann nochmal extra Pässe. Dann Quest Nummer 8. Fange zwei Ammonitas oder Kabuto. Nicht mal entwickeln, also kein Problem. Selbes gilt für Lilip oder Anogith. Einfach zwei fangen, nicht mal entwickeln. Und fange ein Ergodactyl. Jetzt, wie gesagt, falls ihr die Quest angefangen habt, aber das Event schon vorbei ist und ihr noch nicht fertig seid, ja, dann wird es ziemlich schwer, ein Ergodactyl zu bekommen. Dementsprechend, ja, es gibt Ergodactyl aus der neuen Quest. Wie gesagt, mehr Infos dazu später. Aber abgesehen davon, sehr, sehr schwierig, ein Ergodactyl zu finden. Dann gibt es 8000 Staub, Meltan und ein Sternstück. Und dann die letzte, 9 von 9, 4500 mal 3 EP und 9000 Staub, ein Superinkubator und 5 Meltan-Bonbons. Das sind dann gesamt, warte, 17.000 Staub, 29.000 Staub. 29.000 Staub, okay. Ein Inkubator, ein Superinkubator, 2 Glückseier, 3 Rauch, 5 Sonderbonbons, 5 Lokmodule, eine silberne Ananas, 3 Raid-Pässe, ein Sternstück. Okay, Niantic, was ist da los? Ein Sternstück ist schon ein bisschen wenig, aber das sind die besten Belohnungen bisher aus einer Feldforschung. Da muss ich sagen, Niantic sehr, sehr großzügig. Das sind top. Und EP gibt es auch noch zwischendurch. Das ist echt eine sehr gute Quest und Meltan. Ja, ich bin beeindruckt, Niantic. Sehr stark. Ja, schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Und ja, schreibt unten in die Kommentare, wie weit ihr seid. Wahrscheinlich haben ein paar das sogar schon geschafft, wenn ich das hier hochlade. Aber so könnt ihr Meltan bekommen. Ohne Switch, ohne Let's Go, Evoli oder Pikachu. Einfach diese Quest erfüllen. Und wie gesagt, Warnung. Letzte Aufgabe, fange ein Ergodactyl. Sehr schwer, wenn es nicht während des Events ist. Also lasst euch nicht zu viel Zeit. Versucht es jetzt zu machen. Oder spart euch ein Ergodactyl auf in eurem Stapel. Das war's von mir, Leute. Ich muss jetzt auch viele Videos machen. Keine Zeit zum Zocken. Erstmal. Schauen wir mal später. Aber wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.